Ja, da sind wir auch schon zurück im nächsten Part. Auf der Suche. Auf dem Weg hier weg. Ist 43 selig. Na, blöde Ratten. Hey, das Tor kennen wir doch. Mann, hier. Das gegen da wollte ich die Eika. Verdammte Strohblenden. Oops. Ihr müsst verstanden, wenn ihr euch versteckt.
Wow. Was? Wo kam der denn her? Wieso steht plötzlich ein Feind hinter mir? Finde ich nicht gerade nett. So, schnell verstecken. Na, danke. Okay. Direkt beide weggeschmissen. Hä? Hab ich nicht gerade eine Waffe? Eine Bewegung, du Pisser, Hände hoch! Heilige Scheiße! Blackburn! Was bin ich froh, dich zu sehen. In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Finde ich gut. Ich gehe vor. Misfit, hier Misfit 1-3. Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne diese Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Ich hab die Tür, komm. Laut Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle und, halt dich fest, einen Coup im Iran. Sponsor von unserem freundlichen Nachbarn, der Fiela. Party.
Abflug. So, ich bin schon mal überlegen. Ich denke mal, ja, allgemein, ich rede nicht viel. Ich bin nämlich noch erkältet, also tut mir leid. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Ist auch präziser. Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenne ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Ja. Ich denke mal. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten. Wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Okay. Na, wie gesagt, ich freue mich auch schon auf die nächste Kampagne. Das war's so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zugkneif-Skala. Also. Also mit der nächsten Kampagne meinen wir BF4. Aber erstmal spielen wir BF3 durch. Der schöne F18. Auf dem Bett.
Oh, hier oben sieht's schön aus. So, das war ein glatter Treffer. Hä, sind das die Wärmesucher? Warum zum Teufel kann ich? Okay. Was? Ich Treffer. So.
0 MG. Treffen nichts. Ein Thunderbolt. Da ist das nächste. Bye bye. Gibt's hier noch welche? Das Buch. Thank you.
Au, 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 au. Schlag 4-6, ihr nähert euch dem Gleitweg. Seid etwas ab. Kurskorrektur auf 2 Meilen. Schlag 4-6, 2 Meilen ab. Haken raus! Schlag 4-6, Haken ist raus. Sieht gut aus. Schlag 4-6, auf Gleitweg. Habt grünes Licht. Ich sehe das Licht. Bringen Sie jetzt runter. 20 Knoten auf Licht achten. 800. 57. 600. Schub. Schub. 550. 500. Direkt auf dich zu. Bring sie runter. Wir leben noch. Ja, endlich. Wir leben. Ja, und das war's dann auch mit dem Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part in der nächsten Mission. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall tschüss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Kommentar da. Oder auch, wenn ihr wollt, ein Like.